Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 5. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen einen guten Wochenauftakt. Wir wollen heute zum Wochenbeginn gleich mal auf zwei Währungspaare schauen. Interessanterweise hier auf der Heatmap meiner Top 15 FX-Pairs einmal gen Norden zu sehen: Neuseeländer US-Dollar, der Kiwi, beziehungsweise hier der Yen, auch als US-Dollar-Yen hier primär bezeichnet, beziehungsweise Währungspaar selber eben. Und ja, ganz Süden, ganz nördlich ist die Frage, wie geht es hier weiter? Wir schauen aber zuerst mal auf den Verlierer bislang des Tages hier in der Top 15, der Yen hier entsprechend stärker. Und dies hatten wir Anfang September, also hier direkt am 1.9. bereits im Devisenradar angekündigt, dass sich hier eine interessante Chance eröffnet. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Sie sehen hier diesen Chart unverändert und diese blaue Tendenzlinie, wo man sagen muss, sowas ist schon in Anführungszeichen sehr, sehr schön, wenn denn hier eine Setup-Variante aufgeht. Wir wissen alle, dass wir es nicht wissen, wohin die Kurse hundertprozentig gehen können. Wir können hier nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das, was hier passiert, war im Prinzip die Annahme, die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier eben in eine Schwächephase übergeht und sozusagen an dieser Trendlinie im Bereich dieser kleinen Durchschnitte, im Bereich des Fibonacci-Levels hier 38er Niveau anfängt eben zu scheitern. Und die Situation ist jetzt genau die, dass wir hier bei den Heike-Naschi-Kerzen, wie wir sie denn hier sehen, eine Erschöpfung sehen. Mit der heutigen Kerze haben wir sozusagen eine neutrale Unsicherheitskerze. Die Heike-Naschi-Kerzen ja hier Trendfolgekerzen, die sich sozusagen natürlich bezogen auf den Vortag in der Berechnung ergeben und hier eine kleine Verzögerung haben, aber den Trendfolgecharakter besitzen. Und nach der heutigen möglicherweise schwachen Kerze, wenn sie denn so bleibt, dürfte morgen hier eine entsprechend schwarze folgen. Und dann haben wir hier im Prinzip auch von Trendfolgegesichtspunkten das Signal, dass es wohl hier weiter gen Süden gehen dürfte. Ich will Ihnen ganz kurz die klassische Candlestick-Kerze zeigen, also praktisch hier den realen Preisverlauf. Die Heike-Naschi-Kerzen verziehen das eben entsprechend auf ihrer Mittelwertberechnung immer wieder mal. Und da sehen wir hier im Prinzip ja, dass es am Freitag nochmal den Ausbruchsmove gab, hier die Sonntagseröffnung und dann seit heute Morgen geht es eben gen Süden. Und das passt, wie gesagt, hier wunderbar ins Bild. Drum müssen wir das Ganze hier nochmal aufnehmen. Und um hier nochmal ein Stück weit die Trendfolge darzustellen, auch mal hier den Rainbow. Negativ hoch 3, das Ganze gekoppelt dann mit den Heike-Naschi-Kerzen, verdeutlicht sozusagen hier die Spielwiese des negativen Momentums. Also hier der Druck von oben ist ganz klar. Und wenn sich hier die Situation wiederholt wie hier Ende Juli, dann sollten wir hier mindestens Rücksetzer bis in den Bereich, sage ich schon, bis in den Bereich von 100 Yen sehen. Und wer es aggressiv mag, der hat im Prinzip jetzt hier die Möglichkeiten. Moment, gehen wir nochmal auf die Preisebene. Also hier unter 103,50 oder mit einem neuen Tief beispielsweise oder direkt einzusteigen. Der Stopp sollte hier knapp über 105 Yen liegen. Das ist jetzt hier nochmal ein Beispiel, keine Handelsempfehlung. Einfach mal zur Definition möglicher Chance-Risiko-Abstinenzen. Das heißt, hier ein Risiko nach oben 1,5%, knapp 157 Pips. Aber hier nach unten, was haben wir da? 3,4% sind hier durchaus drin. Und das ist die Chance, die sich hier rechnet. Ein CAV von über 2, 2,5. Das sieht doch nicht schlecht aus, wenn man das mal hier betrachtet. Dann ist es genau das, was man Trading-Setup suchen muss an den Märkten. Und wenn es denn so kommt, wir wissen nicht, ob der Markt jetzt wirklich hier weiter nach unten wegbricht. Es deutet sich an, spätestens wenn wir hier über 105 gehen, wird es kritisch. Auch schon, muss man ganz klar sagen, wenn wir hier das Niveau des letzten Hochs vom Freitag überschreiten. Das wollen wir uns jetzt mal hier an der Candlestick-Kerze genau anschauen. Das wäre praktisch hier das Niveau von 104,32, da könnte man, wenn man es aggressiver wollte, praktisch den Stopp auch da schon setzen. 104,50 zum Beispiel, nochmal ein Stück höher. Das wäre dann praktisch ein Alternativrisikoszenario mit engerem Stopp. Aber wenn wir eben hier ein neues Reaktionshoch nach oben sehen, dann ist die Gefahr durchaus da, dass der Markt dann eben doch 105 überschreitet und gegebenenfalls eben weiter aufdreht. Das, wie gesagt, aber jetzt aktuell hier nicht das favorierte Szenario, da der Preis des Währungspaares sich hier eigentlich mustergültig entwickelt. Dazu passt für alle die das auch am 1.9. vielleicht verpasst haben, hier diese Saisonalität. Sie sehen, ab Anfang September neigt der Pfeil gen Süden. Und insofern haben wir hier relativ gute Chancen, dass das Setup unter wahrscheinlichen statistischen Tendenzen aufgeht. Wir werden sehen, letztlich interessante Chance und insofern hier nochmal dargeboten. Gehen wir jetzt mal zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar über, der sich nämlich hier
auf der Nordseite relativ gut präsentiert. Heute ganz stark. Warum auch? Wir haben natürlich hier Daten aus der Nacht von Neuseeland und Australien reinbekommen. Die nimmt der Markt gut auf. Wir sehen auch den Australdollar hier im positiven Terrain. Also in Aussie und in Kiwi sind hier beide ganz vorn. Und das sieht natürlich grundsätzlich nicht schlecht aus. Tatsache ist, wir haben im September, sage ich schon, im August eine Zinssenkung gesehen beim Kiwi. Und ich zeige Ihnen kurz den Wert. Wir sind jetzt hier bei 2%. Ist natürlich im Vergleich zum angelsächsischen Bereich immer noch enorm hoch oder auch Europa natürlich ganz klar hier eine in Anführungszeichen Hochzinswährung noch. Aber die nächsten Zinstermine stehen natürlich an und da wird es natürlich im September auch wieder Entscheidungen geben, zum Beispiel hier am 22.09. Und Fakt ist, die Notenbank Neuseelands hat hier noch Luft nach unten. Da wird wahrscheinlich noch was kommen. Und man sieht jetzt hier aber charttechnisch, dass der Preis hier erstmal dem Ganzen entgegensteht und der Kiwi hier stärker erfährt. Natürlich auch, weil der Dollar schwach wirkt. Und mit diesem Ausbruch, den wir heute sehen, hier über das Widerstandslevel um rund 0,73, kann sich weiteres Potenzial ergeben. Wir hatten hier unlängst den Kiwi im Visier nach dem Motto, wenn wir hier abtauchen unter 0,7170, dann darf es weiter gen Süden gehen. Das ist aber nicht passiert. Der Preis hat sich hier nach oben entwickelt und jetzt müssen wir einfach mal das andere Szenario spielen, was sich jetzt hier zunächst grau als Plan B jetzt eben in blauer Gestalt darstellt. Und insofern hat man hier im Prinzip auch eine gute Setup-Grundlage, die sich jetzt eben so zeigt, wenn wir über 0,73 stabil bleiben, spricht viel dafür, dass der Preis weiter ansteigt und hier die 0,75 im Endeffekt touchiert. Gehen wir kurz mal auf den größeren Chart. Sie sehen, das Währungspaar ist ein Stück weit in einem Trendkanal gefangen. Ja, hier sehr mustergültig, oben abgeprallt, unten abgeprallt, jetzt hier oben wieder zurückgekommen. Dann hier eben das Level um 0,72, 0,73. Eine Zone, die eben spannend war, auch im Sinne dessen, dass hier das 1, 2, 3 präferierte Szenario gen Süden ganz klar im Fokus stand. Aber wenn wir hier jetzt bei Tagesschluss oder Wochenschluss über 0,73, 0,74, 0,75 rausgehen, dann kann es natürlich auch ein Breakout hier oben geben. Und hier haben wir eine Widerstandszone, sehr, sehr breit, 0,74, 50, 0,75. Ja, wenn es da rausgehen sollte, hätten wir hier nach oben den Deckel gesprengt und dann müsste der Kiwi eigentlich weiter nach oben Fahrt aufnehmen. Aber das ist ja schon ein Stück zu weit geblickt. Kurzfristig, wenn wir jetzt hier im Tageschart bleiben, sieht es über 0,73 gut aus. Auch hier positives Feuer sozusagen bis zumindest Mitte September von der Saisonalität. Der Drive, den wir hier aktuell sehen, könnte sich also kurzfristig weiter fortsetzen. Bleibt spannend, ist spannend. Ich, meine lieben Zuschauer, will Sie nochmal darauf hinweisen, dass wir unsere Commissions auf FX und natürlich auch für alle Index-Trader CFDs massiv gesenkt haben. Sie können jetzt hier die Lot bei 5,50 € handeln, 2,75 hier rauntören. Das ist sensationell und das Ganze eben auch hier bei Core Spreads. Das heißt hier Interbankenpreise, keine Fakes, keine aufgeblähten Preise, keine Chart-Manipulation. Schauen Sie sich das einfach mal bei JFD an und testen Sie uns kostenlos gern. Demos sind unbegrenzt verfügbar. Laden Sie da ein, auf jeden Fall die Reise an einer fairen Handelsfront kennenzulernen. Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt erstmal bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie kommen gut in die Handelswoche. Vergessen Sie nicht, der Montag heute, kein Handel in den USA, dürfte am Nachmittag unter Umständen ein bisschen zäh werden. Aber die Woche ist ja noch jung und es verspricht sich durchaus noch ein bisschen Potenzial. Also in diesem Zusammenhang, ich wünsche Ihnen was. Beste Grüße, auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.